Leute, wir müssen über die Sony Alpha 1 Mark II sprechen. Ja, ihr habt richtig gehört. Sonys neue, lang erwartete Flaggschiff-Kamera ist jetzt draußen, die Sony Alpha 1 Mark II. Und das war jetzt auch mal Zeit, denn die erste Version ist jetzt schon seit 2021 auf dem Markt. Das heißt, jetzt sind mittlerweile fast vier Jahre vergangen zu der Alpha 1 Mark II. In der Kamera ist jetzt ein neuer Autofokus drin verbaut, der gleiche wie auch jetzt schon in der Sony A7 R5, nämlich dieser KI-Autofokus, nur jetzt nochmal mit dem Add-on-Feature, dass man jetzt auch noch dann den Modus Automatik auswählen kann, sodass er dann automatisch zwischen Tieren, Menschen und all den ganzen anderen Sachen auswählen kann und wir es dann nicht immer auswählen müssen. Dazu haben wir jetzt noch einen verbesserten IBIS bekommen, also wir haben jetzt statt 5 Stops Stabilisation jetzt 8 Stops und das Gehäuse der Alpha 1 Mark II hat sich auch verändert. Es ist jetzt eigentlich, kann man sagen, das Sony Alpha 9 Mark III Gehäuse und es gibt jetzt auch diesen Zusatzbutton auf der Rückseite der Kamera, wo man dann jetzt noch einen schnellen Modus einstellen kann, wie bei der A9 III, dass man dann zum Beispiel die 120 FPS drauflegen konnte. Ja, und quasi noch alle neuen Features, die Sony so in den letzten Jahren den Einsteigerkameras gegeben hat, hat jetzt auch die Sony Alpha 1. Das heißt also, dass wir jetzt auch diesen neuen Verfolgungsmodus haben. Die Kamera kommt dann automatisch ins Bild rein und wenn ich mich dann jetzt hier bewegen würde, würde dann die Kamera das dann automatisch verfolgen. Ich simuliere das jetzt mal eben hier in meinem Schnittprogramm. Das würde dann genau so aussehen. Hier kann ich jetzt aber nur sagen, zum ersten Mal ist dieses Feature jetzt aber auch nutzbar. Bisher war das Ganze ja nur in den ZVE-Kameras drin, das heißt 12 Megapixel. Es gab also nie richtiges 4K, wenn man richtig reingekroppt hat. Jetzt mit 50 Megapixel ist das kein Problem mehr. Wir haben jetzt hier auch noch den Softscreen-Effekt und noch ein Feature, was es bei der Alpha 1 noch nicht gab, ist nämlich einmal noch die Lens-Breathing-Korrektur. Hätte man theoretischerweise eigentlich auch noch in die Alpha 1 mitbringen können. Aber nein, jetzt ist es erst in der Alpha 1 Mark II mit drin. Ach, und ich hätte fast das wichtigste Feature der Alpha 1 Mark II noch vergessen. Es gibt jetzt noch ein Display, was man quasi in alle Richtungen schwenken kann, wie auch schon bei der Sony A7 R5. Das gibt es jetzt auch in der Alpha 1 Mark II. Und sie haben jetzt auch noch einen verbesserten Sucheraufsatz. Der ist dann etwas weicher und fühlt sich dann besser auf dem Auge dann an. Jetzt wechsle ich mal zu diesem Objektiv hier. Das waren jetzt auch schon die ganzen Neuerungen der Sony Alpha 1 Mark II. Ja, und es kommt nochmal ein Auto vorbei, ich krieg die Krise. Alles scharf. Hammer. Ich meine, alle YouTuber haben ihr Video damit angefangen, dass sie gesagt haben, ja, die Sony Alpha 1 war auch schon eine grandiose Kamera und die Sony Alpha 1 Mark II ist es immer noch. Das stimmt ja auch. Diese ganzen Sachen, die ich gerade eben aufgezählt habe, sind ja auch wirklich gute Neuerungen für eine verbesserte Bedienung. Aber wenn wir uns jetzt mal die puren Specs der Kamera angucken, dann sehen wir da keine einzige Verbesserung. Wir haben nicht 4K mit 240 FPS. Wir haben nicht 8K mit 60 FPS, wie zum Beispiel in der Nikon Z8. Und wir haben auch keine verbesserte Serienbildgeschwindigkeit bekommen, wie zum Beispiel in der A9 Mark III mit dem Global Shutter. Übrigens, wir haben auch keinen neuen Global Shutter bekommen. Es ist immer noch genau der gleiche wie in der Sony Alpha 1. Gerald Anand hat dazu auch schon ein Video gemacht, da hat er getestet. Der Sensor ist auch exakt genau gleich schnell wie der alte. Ich glaube, ich muss euch jetzt nochmal eine Sache klar machen. Wir haben einmal die Sony A7S-Reihe. Die Videoreihe, die exakt für Video da ist. Dann haben wir einmal die Sony A7R-Reihe, die für die Auflösung super ist, dafür bei Video nicht so gut. Und wir haben die Sony A7-Reihe, die für ungefähr beides gut ist, die gut im Videobereich ist, aber auch gut im Fotobereich, da sie eine Megapixel-Anzahl hat, die ungefähr in der Mitte liegt. Für diejenigen, die dann noch eine schnellere Kamera haben wollen, für die ist dann die Sony A9er-Reihe dann perfekt, weil die ist sauschnell und mit 24 Megapixeln ist das auch noch einigermaßen gut für Fotografie und Video. Und wer dann alles in einem hat, Foto, Video und noch gute Auflösung haben will, ist dann die Sony Alpha 1 perfekt. Das war und ist jetzt auch immer noch so. Aber die Neuerung, die sie jetzt über 4 Jahren bekommen hat, das hätte ich dann nicht Alpha 1 Mark II genannt, sondern wahrscheinlich dann eher Alpha 1 S. Sony hätte hier so viele gute Features einbauen können. Zum Beispiel, wo bleibt die Open Gate Videoaufnahme? Klar, bei einem 50 Megapixel Sensor ein bisschen schwieriger umzusetzen als bei einem 24 Megapixel Sensor, aber ehrlich, das ist die Flaggschiff-Kamera. Oder RAW-Video, das wäre doch auch mal was. Und wenn wir uns den Preis von der Sony Alpha 1 Mark II angucken, dann wird es auch nicht gerade besser. Sie kostet nämlich 7.500 Euro. Sony, diesen Preis konntet ihr noch vor 3-4 Jahren verlangen. Heutzutage gibt es die gleichen Specs
für viel, viel günstiger. Gucken wir uns mal die Canon R5 Mark II an. Sie hat ungefähr 50 Megapixel. Sie kann auch 4K mit 120 FPS aufnehmen und kann auch 8K Video. Einen Schnellsensor gibt es hier genauso und das Einzige, was die Canon hier nicht hat, sind Serienbilder mit 30 FPS. Hier muss man dazu ja auch sagen, Sony kann diese 30 FPS auch nur im Lossless Compressed Modus. Wenn man dann also den normalen RAW-Modus anmacht bei der Sony Alpha 1 Mark II, dann wären es auch nur 20 Bilder. Wie bei der Canon R5 Mark II. Und die Canon kostet nur so viel. Ein weiteres Beispiel ist die Nikon Z8. Sie kostet so viel und hat sogar noch bessere Specs als die Sony Alpha 1 Mark II. Sie kann nämlich zum Beispiel 8K bis zu 60 FPS aufnehmen. Sie kann auch RAW-Video, ist eigentlich in fast allem besser als die Sony. Jetzt könnte man sich noch streiten, ob der Autofokus bei der einen oder anderen Kamera besser ist. Aber bitte, heutzutage sind die alle auf einem so guten Level, dass man die alle einwandfrei nutzen kann. Ich würde also sagen, ja, die Sony Alpha 1 Mark II ist wirklich eine Traumkamera, die ich auch gerne hätte. Aber für diesen Preis würde ich keinem empfehlen, die heutzutage zu kaufen. Sony hat zur gleichen Zeit aber auch noch das 28-70mm f2.0 rausgebracht. Wieder, wie erwartet von Sony, ein optisch eigentlich perfektes Objektiv und hier sogar erstaunlicherweise diesmal mit fast keinem Focus Breathing. Das Objektiv kostet noch zur Zeit 3.600 Euro und jetzt muss man sich wieder die Frage stellen, ist einem das wert? Weil es ist ja auch wirklich ein sehr großer Brocken. Aber gut, ist ja nicht mein Problem. Und jetzt noch die letzten News der heutigen Shutter News Ausgabe ist einmal, dass Final Cut Pro ein neues Update bekommen hat. Jetzt haben sie auch die KI-Masken. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt seid ihr auf dem Stand von vor 2 Jahren DaVinci Resolve und Premiere Pro. Ja gut, ich glaube heutzutage wird keiner mehr wegen diesem Feature zu Final Cut Pro wechseln. Aber für diejenigen, die jetzt immer noch bei Final Cut Pro sind und auch bleiben wollen, ist das natürlich ein schönes Feature. So, jetzt wechsle ich nochmal zu einem anderen Objektiv. Jetzt bin ich wieder auf meinem Sigma 24-70er 2.8er. Das Objektiv, was ich gerade eben drauf hatte, war dieses hier, genannt das Oreo-Objektiv. Und ratet mal wieso, es sieht aus wie ein Oreo. Und der Preis, der ist phänomenal. Ratet mal, wie viel es gekostet hat? Genau. 3 Euro. Man muss dazu aber auch sagen, der Materialwert, der ist auch maximal 3 Euro. Das Objektiv besteht zu 100% aus Plastik, ist hinten quasi hohl und hat die Offenblende 10. Und nicht nur die Offenblende, das ist die einzige Blende, die man einstellen kann. An dem Objektiv kann man quasi gar nichts an einstellen. Die Blende ist fix bei Blende 10 und es gibt auch keinen Autofokus. Der ist auf unendlich gestellt und alles erst ab 1,5 Metern ist scharf. Das heißt, ich bin jetzt noch gerade so scharf abgebildet, heißt aber auch, wenn ich jetzt meine Hand hier hinhalte, wäre das nicht mehr scharf, weil es halt nicht so nah fokussieren kann. Auf AliExpress stand auch, dass es ein APS-C-Objektiv ist. Das heißt, wenn ich es jetzt an meine A74 Vollformatkamera tue, habe ich da schon eine große Menge an Vignette. Finde ich, sieht aber auch gar nicht mal so schlecht aus. Aber die ISOs, die ich damit erreiche, sind echt crazy. Gerade eben bei dieser hellen Aufnahme habe ich gerade eben ein ISO von, glaube ich, 6400 erreicht, wo ich bei der Kamera jetzt ein ISO von 400 habe. Also sogar unter der Base-ISO, die ich brauche, um S-Log3 zu haben. Was anderes, was ich mir gekauft habe, ist diese kleine AliExpress Kamera. Auch echt Hammer. Habe ich mir ehrlich gesagt sogar größer vorgestellt. Die ist wirklich mini. Das ist wirklich fast eine Unverschämtheit. Aber ich muss sagen, mein Ersteindruck ist wirklich positiv. Es gibt hier ein Display drauf, womit man dann sogar auch einige Spiele spielen kann, wie zum Beispiel Snake. Man soll hier Video in Full HD aufnehmen können und Fotos in 3 Megapixel. In diesem Video werde ich das Ganze jetzt noch nicht zeigen können, denn dafür brauche ich hier eine Mini-SD-Karte, die am besten auch nicht mehr als 2-3 GB hat, denn als ich meine 256 GB Mini-SD-Karte hier reingesteckt hat, funktionierte sie einfach nicht. Ja, die Kamera hat nur 10 Euro gekostet und ich dachte mir, komm, für so wenig Geld, ja, ich bin gespannt. So, das war es jetzt aber mit dem Shutter News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.